So, wir rechnen mal wieder eine Aufgabe aus einer Klausur, nämlich mh, eine Aufgabe zum Binärsystem. Welches ist die größte natürliche Zahl, die sechs Stellen, äh, Stellen, die sechs Stellen im Stellenwertsystem zur Basis 2 hat? Also die größte natürliche Zahl, die sechs Stellen im Stellenwertsystem zur Basis 2 hat. Gibt diese Zahl im Dezimalsystem an. So, wie fangen wir da an? Wie machen wir das? Habt ihr eine Idee? Chat. Wie würde die anfangen? MC Max, genau. Ja, kann schon sein, dass es mal ein Seminar gab. Und bitte, heute gibt es auch heute noch Seminaren in der Medienpädagogik. Gibt es bestimmt irgendwas in dieser Art. Ja. Ähm. 1, 1, 1, 1, 1, also 6 Einser, genau, ne, 6 Einser, das ist die kleinste, die Entschuldigung, die größte Zahl mit sechs Stellen im Binärsystem. Ne, 6 Stellen, die größte Ziffer im Binärsystem ist die 1, also wenn ich 6 Stellen habe und auf jede Stelle die größte Ziffer schreibe, dann ist das die größte Zahl mit 6 Ziffern im Stellenwertsystem zur Basis 2. Vollkommen richtig. So, und was ist das für eine Zahl? Ja, da kommt schon ähm, die Idee, mh, ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Weapon of Math Instruction sagt 2 hoch 7 minus 1. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist knapp daneben. Na, wenn man sich das jetzt anschaut hier, dann von den Stellenwerten her, dann ist ja. Opa, na, Entschuldigung, ich und die. So, Von den Stellenwerten her anschaut, dann ist das die letzte Stelle ja 2 hoch 0. Die letzte Stelle ist 2 hoch 0, die nächste 2 hoch 1, genau, T1-Tesco hat schon die Idee, 2 hoch 2 und so weiter, 3, 4, hier vorne ist dann 2 hoch 5. Ne? Ich schreibe es mal vollständig hin, 2 hoch 3 und 2 hoch 4. So, das heißt, ähm, von 2 hoch 0 bis 2 hoch 5 bei 6 Stellen, das heißt, diese Zahl ist 1 kleiner als diese hier, eine 1 mit 6 Nullen, die Zahl ist genau 1 größer. Und das ist die 2 hoch 6. Also, wenn ich die Zahl mit 6 Einsen im Dezimalsystem hinschreiben will, ist das die 2 hoch 6 minus 1. Na? Also, die Zahl, die 1 größer ist, gerade ist 2 hoch 6 und dann 1 abgezogen. Also, 2 hoch 6 ist 64, minus 1 ist 63. Der Hinweis an meine Studis war, die Zweierpotenzen alle auswendig zu wissen. Und wer das beherzigt hat, der konnte bei der Aufgabe relativ schnell das Ergebnis hinschreiben. Oh, Linux, Zeit vergessen. Ja, bei so Streams wie dem hier kann man natürlich die Zeit vergessen. Okay, schade, dass du gehen musst. Bis zum nächsten Mal und schreib gerne deine Aufgabenwünsche mal in Discord rein. Okay. Also 63. Aufgabe A erledigt. Aufgabe B. Stelle die Zahl 1023 im Stellenwertsystem zur Basis 2 dar. 1023. Auch das ist eigentlich wieder das gleiche Prinzip. Ne? 1023, wenn man die Zweierpotenzen auswendig weiß, welche andere Zweierpotenz liegt dicht daneben? 2 hoch 10. 1024, genau. 1024 ist 2 hoch 10, das heißt 1023 ist 2 hoch 10 minus 1. Wenn bei der a die Zahl 2 hoch 6 minus 1 6 Einser war, dann muss die Zahl 2 hoch 10 minus 1 aus 10 Einsen bestehen. Also 1, 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 Sukzessive immer durch 2 zu teilen mit dem Algorithmus, den wir besprochen haben, um dann das Ergebnis von unten nach oben zu lesen und so weiter, hat einfach unglaublich viel Zeit verbraucht. Ne? Das geht viel schneller. So. Okay, den Algorithmus brauchen wir jetzt aber nochmal, nämlich bei der Aufgabe C. Stelle die Zahl 300 im Stellenwertsystem zur Basis 2 dar. 300 im Stellenwertsystem zur Basis 2. So, wie macht man das? Wisst ihr das, wie der Algorithmus geht? wenn man Also man könnte jetzt überlegen, okay, die 256 geht rein ist zweier potenzen und dann, dann, dann kommt man ähm, sozusagen die versucht man noch den Rest irgendwie noch äh, durch potenzen auszudrücken. Das könnte man machen, genau. Ähm, Vielleicht machen wir einmal den Algorithmus, damit man sieht, wie es geht. Ne? Also, man teilt immer sukzessive durch 2. 300 ist 2 mal 150 plus 0. Jetzt sind wir die 150. 150 ist 2 mal 75 plus 0. Die 75 ist 2 mal, muss man gucken, die 74 kann ich teilen. 74 ist 37 plus 1. 2 mal 7, 37 plus 1. 37 ist 2 mal, na die 36 kann ich durch die 2 teilen. 36 durch 2 ist 18 plus 1. Die 18 ist gleich 2 mal 9 plus 0. Die 9 ist 2 mal 4 plus 1. Die 4 ist 2 mal 2 plus 0. Und die 2 ist. 2 mal 1 plus 0 und die 1 ist 2 mal 0 plus 1. So, 2 mal 0 plus 1. Und wenn ich jetzt die Reste hier hinten nehme und von unten nach oben lese, dann habe ich die Darstellung der 300 im Stellenwertsystem zur Basis 2. Nämlich 1, 1, na, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0. Gucken wir mal, ob es stimmt. 2 hoch, ne, 2 hoch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 2 hoch 8 ist 256. Davor kommt die 128, 64, hier die 32, 16, 8 und 4. Wenn wir die Zahlen hier addiert, 256 plus 32 plus 8 plus 4. 256 plus, machen wir es geschickt, 256 plus 4 ist 260, 32 plus 8 ist 40, kommt 300 raus. Okay, super. Genau, Flochikelle 300 in ein Register erlesen, sukzessive mit logischem Rechtschiftbefehl das erste Bit immer auslesen. Okay, ja. Hm. TNS Tesco, lohnt sich der Algorithmus eigentlich generell? Ich finde das immer einfacher, die Zweierpotenzen direkt zu benutzen. Ja, im, im Fall der Zweierpotenzen ist es vielleicht auch oftmals besser, direkt die Zweierpotenzen zu sehen, es sei denn, die Zahlen sind sehr groß, ne? dann wird es schwierig. Den Algorithmus kann man aber bei jeder beliebigen Stellenwertsystem Umwandlung verwenden. Also stelle die folgende Zahl im Stellenwertsystem zur Basis 7 dar. Und wenn man das macht, dann, na, dann nimmt man den Algorithmus. Ja, und jetzt geht, habt ihr schon im Chat diskutiert, wie multipliziert man jetzt dieses Ergebnis mit oder diese Zahl mit 2? Ne, Im Stellenwertsystem zur Basis 2, da durfte man die Abkürzung nehmen, eine ne, ne 0 dranhängen, fertig. Also 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, das ist die 300 zur Basis 2. Ne? Und jetzt multipliziert man das mit der 2 zur Basis 2, und das ist ja nichts anderes, als dass ich die Zahl hinschreibe und nochmal eine 0 anhänge. Fertig. Oh, das ist jetzt hinter meinem. Kopf verschwunden? So, okay. So, das war die Aufgabe zum Binärsystem. Darauf gab es sieben Punkte. In der Klausur.